Servus, Mario aus Thailand, Satahip. Nach langem Nachdenken habe ich mich entschlossen, meine YouTube-Karriere sozusagen aufzuhören und möchte mich recht herzlich bedanken bei 405 Abonnenten. Das hatte ich vor ein paar Monaten nicht erwartet, ganz ehrlich, und muss ganz ehrlich auch sagen, es tut mir richtig leid, euch zu verlassen. Ich hatte riesen Spaß mit YouTube. Es hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Es hat mir auch sehr viel Bekannte und Freunde gebracht. Es hat mir auch leider sehr viel Leid jetzt in letzter Zeit gebracht, beziehungsweise Sachen, mit denen ich nicht mehr klarkomme, und möchte darauf hinweisen, dass dieses wirklich bis aufs tiefste beleidigt worden von einem auch sogenannten YouTuber. It's not my land, it's Thailand. Das ist so ein Münchner, nicht zu verwechseln mit dem Super Mario von der Schweiz, der ist vollkommen in Ordnung. Aber dieser Pessimist von München attackiert ja alle YouTuber, die irgendwas mit Thailand und Auswanderung zu tun haben. Und er hat mich auf das Tiefste beleidigt. Und muss ganz ehrlich sagen, ich lebe nur einmal im Leben und tue mir das nicht mehr an, mich in der Öffentlichkeit jetzt mit YouTubes so zu zeigen. Aber er hat nicht gewonnen. Ich werde trotzdem mein wunderschönes Leben hier in Thailand weiterleben. Auch ohne YouTube. Überhaupt kein Problem. Ich bin, wie gesagt, auch nicht auf das Geld angewiesen, so wie er glaubt. Die letzte Hoffnung ist ein YouTuber, der also irgendwo sein Geld verdient, überhaupt nicht wahr. Ich habe genug Geld, ich lache diesen Idioten komplett aus über seine Situation. Er ist ja nur gescheitert und rächt sich jetzt an alles, was mit Thailand zu tun hat und so weiter. Aber dieses Riesenarschloch ist jetzt noch dazu auf Urlaub hier in Thailand und versteckt sich irgendwo. Es wäre ja sehr interessant, wo der zu Hause ist und wo er sich jetzt befinden würde, weil vielleicht kann man ja mal Klartext sprechen mit diesen unsympathischen, also Menschen, ich muss ganz ehrlich sagen, der ist ja nicht menschenwürdig. Man kann sehr wohl kritisieren, man kann sehr wohl Leute kritisieren für Sachen, die man sicher weiß, über Sachen, aber nicht über Sachen und irgendwas erfinden. Ich habe meine Story erzählt, in drei Teilen, wie mein Leben war. Und ich hatte in den 95er Jahren bis 2000 eine Bierbar in Pattaya. Das stimmt absolut, ist absolut alles korrekt. Nur, dass er mir der Zuhälterei bezichtigt, was überhaupt nicht wahr ist. Und, dass ich Alkoholiker sei, was überhaupt nicht wahr ist. Er kann das niemals bestätigen. Wie soll er das auch? Er kann nur vermuten. Und, dass ich ein Vollpfosten wäre und nur Scheiße erzählen würde. Naja. Gut, das ist dann seine Meinung. Aber die anderen Sachen ist nicht richtig. Es war keine Zuhälterei. Die Mädchen waren wirklich alle freiwillig da. Es wurde keine gezwungen zu irgendwas. Er verwechselt da irgendwas mit kompletten Rotlichtmilieu in Europa oder ganz egal wo. Also dieser Mann ist ja komplett weg von der Schüssel. Wirklich. Nur, dass sich der, weil er auf die Schnauze gefallen ist, weil er einen Haufen Geld verloren hat, weil er so naiv und ein Idiot war, rächt er sich jetzt öffentlich bei anderen YouTubern und beschwert sich und drückt und beleidigt diejenigen, die hier in Thailand ein ganz normales Leben führen wollen. Also dieser Mensch hat es nicht verdient, hier in Thailand auch nur Urlaub zu machen. Meine Meinung. Dieser Mensch dürfte ja normal Thailand nie mehr betreten, wenn er so schlecht über alles mit Thailand redet. Über Thailand und mit den ganzen Auswanderern. Okay, gut. Man kann kritisieren, da habe ich wirklich nichts dagegen. Aber es muss Hand und Fuß haben und es muss bestätigt werden. Okay, Leute, ich lebe nur mehr einmal und muss ganz ehrlich sagen, das tue ich mir jetzt wirklich nicht mehr an. Das war jetzt mein letztes Video. Es tut mir wirklich leid, euch gegenüber, die 405 Abonnenten, jeder Einzelne wäre es wert gewesen, in der Früh wieder aufzustehen. Wieder überlegen, was könnte ich denn für ein Video machen, was könnte ich euch denn zeigen, über was könnte ich denn sprechen,
Über was habe ich hier Erfahrung schon gesammelt? Aber dieses Riesenarschloch von It's Not My Thailand kritisiert ja alles, was sich nur in Thailand hier bewegt und Ausländer ist und YouTube machen möchte, ganz normal. So Leute, wie gesagt, es tut mir recht herzlich leid. Mir persönlich sehr, sehr, sehr viel leid, weil ich habe euch wirklich lieb gewonnen und es hat mir viel, viel Spaß gemacht, aber ich tue mir das jetzt nicht mehr an. Ihr werdet das wahrscheinlich verstehen. Ich werde jetzt mein Leben so richtig wieder genießen, ohne irgendwelche depperten Kommentaren von irgendwelchen depperten Menschen, die einfach nur deppert auf der Welt sind, die hier eigentlich gar nichts verloren haben, die irgendwo psychiatriert gehören, die irgendwo eingeliefert gehören, aber leider Gottes hier auf YouTube freien Lauf haben. Das sieht man ja bei diesen Menschen beim It's Not My Thailand, weil der sich irgendwo in Thailand versteckt, weiß nicht, wo der ist, irgendwo im Nirgendwo, das ist scheinbar keine Ahnung wo, und er äußert ja sich nicht, wo er ist, weil es täte mich sehr freuen, ich würde sogar hinfahren und ihn persönlich begrüßen wollen, was für ein netter Kerl er nicht ist. Aber gut, das sei jetzt nur so eine kleine Vorstellung gewesen. Das war's, Leute. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich sage nochmal recht herzlichen Dank für alle, die mir immer treu waren, die immer meine Videos angesehen haben, aber ihr versteht das, ich tue mir das jetzt nicht mehr an. Und ihr könnt ruhig diesen Arschloch die Meinung sagen, denn it's not my Thailand, aber das wollte er ja so haben, damit er wieder mehr Klicks hat und vielleicht, also Abonnenten sicher nicht, weil das ist ja ein unsympathischer Mensch, das gibt es ja kein zweites Mal auf dieser Welt, aber okay. So ist das Leben. Macht nichts, Leute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war so glücklich mit euch. Es hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich bin trotzdem noch, sage ich mal, auf Facebook und auf Messenger und so weiter. Da kann man mich ja immer noch kontaktieren mit den Freunden, was ich so habe. Mit den wirklichen Freunden, was ich so habe. Und alle anderen. Es tut mir leid. Es hat mir Spaß gemacht. Und tut mir leid, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ihr wart auch gar nicht so unglücklich mit mir und habt auch immer gerne meine Videos gesehen. Okay, liebe Leute, und das war's. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss, Servus, Mario aus Thailand. Sattahib. Tschüss.